Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bulletstorm Full Clip Edition. Ich habe im letzten Part einfach Bioshock Full Clip Edition gesagt. Alles klar. Das ist natürlich fast richtig. Fast das richtige Game. Und ich dürfte halt wirklich nicht übersteuern, Leute. Ich habe es gerade vor dieser Aufnahme noch einmal getestet. Ich habe komplett in mein Mikrofon geschrien und ich habe nicht übersteuert. Was mich ein bisschen wundert, weil ich mich frage, warum? Wieso? Hä? Logic? Aber gut. Akzeptiere ich so. Wir kaufen uns nochmal komplett voll. Ja, okay. Dann übersteuere ich halt nicht mehr. Warum? Wo ist die Logik? Warum habe ich das vorher? Warum habe ich vorher übersteuert und diesmal nicht? Ich habe nichts geändert. Ich habe nichts wirklich geändert. An meinen Aufnahme, Einstellungen oder an meinen Aufnahmegeräten. Der beschissene Computer in deinem Schädel braucht dringend ein paar Antidepressiva. Oder whatever. Deswegen wundere ich mich, dass ich nicht mehr übersteuere. Aber ich find's gut. So kann ich einfach rumschreiben, wie ich will, und ich übersteuere nicht. Kannst du uns hier rausbringen, Gray? Vorsicht, das hat ja fast freundlich geklungen. Komm. Ich freue mich. Ich kann rumschreien. So, mit Rechtsklick anfangen. Linksklick, Rechtsklick. Linksklick. Oh, Rechtsklick. Linksklick. Rechtsklick. Sie schafft es kaum, deine Lust zu verbergen, Mademoiselle. Super, klasse. Welches Mädchen steht nicht auf den stinkenden Piraten, wegen dem es in der Hölle gestrandet ist? Ja. Dein Rettungsschiff an? Mit meiner Peitsche habe ich auch den Kontakt zur Kingdom Terminal verloren. Sie wissen nicht, dass ich noch lebe. Aber der Kerl in der Kapsel, wenn er noch lebt, vielleicht solltest du ihn mit meiner Peitsche kontaktieren. Geht nicht. Deine Peitsche wurde beschädigt, als sie an dich gebunden wurde. Sie kann keine Nachrichten senden. Wenn er noch am Leben ist, ist seine Evakuierung im Gange. Wenn er stirbt, wird sie abgeblasen. Ganz einfach. Oh. Versorgungskapsel, na? Wenn man vom Teufel spricht. Hui. Fange Kampfsignaturen. Er ist am Leben. Er geht nur was will ich? Mit der Versorgungskapsel. Er lebt. Es gibt noch Hoffnung. Na los. Hey. Na? Komm, ich will Schrotze. Ups. Kurz nachladen. Eins, zwei, drei. Yeah. Hä? Torpedo? What? Oh. Wie hab ich den denn gemacht? Wir sind fast da. Mischka, warte. Verdammt. Hilf mir runter. Wir brauchen sie nicht mehr. Ja. Trotzdem können wir sie nicht zurücklassen. Ist echt so. Vor kurzem wäre dir das noch klar gewesen. Eine Lektion in Ethik? Die Dinge haben sich geändert. Du gibst also auf. Du lässt den Computer gewinnen. Ja, los. Ich bin dein ewiges Gemecker sowieso leid. Sei gewarnt, Serrano steht unter meinem Schutz. Wenn du versuchst, ihn zu töten, dann wirst du dran glauben. Dann bist du dran. Du bist dran, dämlicher Roboterarsch. Alles klar. Was ist denn mit Ishi los, Alter? Komm schon, Kleine. Bleib bei mir. Du brauchst dringend ein Pfefferminz. Ich hab euch gehört. Du hast das alles... Du hast das alles nur getan, um eine Rechnung mit Serrano zu begleichen? Nach allem, was er getan hat, ja. Ich will dieses miese Stück Scheiße töten. Warum? Er hat Blut an den Händen. Mehr als du glaubst. Und das sagst du? Ihr Schweine habt unschuldige Kinder ermordet. Das ist Serranos Version. Ach ja? Soll ich etwa lieber einem desertierten Piraten glauben? Weißt du, warum Dead Echo ausgestiegen ist? Serrano wollte uns für eine Menge üble Scheiße benutzen. Für Morde an Zivilisten. Politischen Gegnern, Reportern, Zeugen. Was hast du gesagt? Reporter? Serrano soll Reporter ermordet haben? Mindestens einen. Der Mann hieß Novak. Schwachsinn! Woher weißt du das? Novak? Kennst du ihn?
Mein Vater wurde von Separatisten getötet. Verdammt. Ich bin dem Chor nur beigetreten, um diese verfluchten Separatisten auszulöschen, die ihn ermordet haben. Wenn du weißt, wer es war, wer es getan hat, dann gib mir jetzt einen verfickten Namen. Ich weiß nicht, wer es war, aber der Befehl kam von Serrano. Du gottverdammter Lügner! Woher kenne ich wohl den Namen Novak? Wir haben Serranos Akten gesehen. Dein alter Herr war einer der Gründe für unsere Abkehr von Serrano. Wenn du lügst, reiß ich dir deine scheiß Kehle raus. Ich bring dich um. Langsam und qualvoll. Du wirst dir wünschen, du wärst bei dem Absturz gestorben. Unterhalten wir uns mal mit dem General. Alles klar. Ich da grad, hey, stand da gerade noch das Model von wie heißt er nochmal? Gray. Sah so aus. Na gut, okay. Novak war also Trishas Vater. Trishka? Trishas. Trisha? Trishka. Mann, wenn ich gut im Namen merken. Hey, warte. Oh. Mir geht's gut. Beim Glück sollte ich vielleicht die Führung übernehmen. Ich hab Licht. Bleib einfach nah bei mir. Ich hab's nicht so mit dem Folgen. Super. Ein alter Hund lernt eben keine neuen Tricks mehr. So alt bin ich gar nicht. Auch wie alt denn? Komm! Ich mag diese engen Räume nicht. Ist das Angst in deiner Stimme, Prinzessin? Nein. Nein, verdammt. Kommt jetzt. Ach, da ist sie, okay. Ich wollte gerade sagen, hey, kommt jetzt hinterher oder nicht? Okay. Oh, was für ein Gestank. Ja, und es wird immer schlimmer, je weiter wir kommen. Gott verdammt. Ich meine, sieh dir das an. Ein Fütterungsgelände der Burnouts. Ah. Oh. Lecker. Komm schon. Hätte ich nicht einfach ranziehen können, merke ich gerade. Egal. Als ob du nicht über so einen Haufen Skelettköpfe rüberrennen kannst. Holy shit. Wo bitte sind wir hier? Hey Trishka, da ist schon wieder einer den Alarm an der Tür. Arschloch. Als ob er gerade so ein Rohr auf den Kopf bekommen hat. Schon wieder! Was ist denn mit ihm? Sind die irgendwie dumm? Ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt irgendeinen geistreichen Kommentar abgeben. Warum gerade jetzt? Weiß nicht. Es muss doch einen Weg geben. Wenn du einem Toten schon seine Peitsche abnimmst, solltest du sie auch benutzen. Hab ich auch. Also die Dinger sehen halt echt irgendwie ein bisschen... Oder kommen mir so ein bisschen dumm vor. Muss ich ja zugeben. Aber okay. Dann ist das halt so. Riechst du das? Oh Mann. Frische Luft. Wir sind fast draußen. Kann nicht schnell laufen. Ich hasse solche Passagen, ne? Wo man so langsam schleichen muss. Also in Spielen, wo es halt nicht unbedingt nötig ist. So in Stealth-Spielen ist cool. Meinst du was? Gott sei Dank. Dankeschön. Du bist echt so ein Idiot. Ja. Ich höre einen Nanobot, ich hab ihn gesehen. Da ist er. Oh, geh weg. Boop.
Auf die Flaschen achte ich jetzt nicht direkt mehr, Leute. Falls ihr das nicht mitbekommen habt. Ich weiß nicht, ich habe mir das jetzt nicht mehr so als Ziel gesetzt, wirklich alle zu finden und auch richtig drauf zu achten. Ich will einfach nur die Story durchspielen. Das reicht mir bei dem Spiel. Ich liebe diese Ladung, ne? Einfach göttlich. Einfach göttlich. Diese Ladung bei dieser Waffe, ey. Okay, da war aber noch einer, oder nicht? Es sind noch mehr, okay. Kurz mal ein bisschen orientieren. Nummer 1. Man sollte auch treffen. Uiuiuiui. Mein Leben war gerade nicht so berauschend. Doch. 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 Hab ich ihm in die Eier geschossen? Oh, es tut mir leid. In die Eier ist halt echt mies, ey. Mann, der lebt ja immer noch. So. Wir haben einen Checkpoint erreicht. Aber die Zeit ist noch nicht gekommen. Wir haben endlich die Ladung mit der Schrotze. Oh, endlich. Doch richtig gehört. Endlich die Ladung mit der Schrotze. Druckwelle ab, die selbst Gegner in die Deckung auslöscht. Cool. Nee. Was zur Hölle ist da los? Oh Mann, wir haben größere Probleme. Es wird hier immer besser. Oh Gott. Nachladen in so einer Situation ist nicht gut. Ist das widerlich. Geh weg. Geh weg. Und wenn ich diese Kackpunkte nicht treffe, das ist so dumm. Ach komm. Jetzt reicht's. Jetzt mir das so doof. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Weiter. Ach komm, was ist das denn jetzt? Seid ihr auf eurem Weg in die Stadt zufällig durch eine Höhle gekommen? Habt ihr vielleicht irgendetwas verärgert? Ja, da war so ein Nest mit Eiern. Ich weiß nicht, ob das jetzt das ist, was du meinst, aber das könnte ich mir vorstellen. So, kommt jetzt noch was? Oder habe ich jetzt... Wollte ich umsonst die Ladung schießen, oder wie?
Hinter welchem Wagen? Oh. Noch mehr Burnouts! Was hat dieser Planet für ein Problem? Oh lol, war der. Oh, war der daneben. Oh, war der verkackt, Alter. Oh, war der verkackt gerade, der Schuss. Holy moly. Die Dinger geben keine Ruhe. Okay. Holy moly! Okay. Geh weg jetzt. Was ist? Erstmal? Heilung. Ich bin dabei. Schrei mich nicht an, Alter. Ach. Verdammte Hackathon. Verärgerst du eigentlich jeden, dem du begegnest? Ja. Mehr oder weniger schon. Ja. Ach du Kacke. Fuck! Hoho! Scheiß die Wand an! Ho. Ups! Alter, bist du fett! Was hast du dem Ding angetan? Seine Babys getötet? Nein! Natürlich nicht! Naja, vielleicht. Tja, an dem Punkt wärst du auch, wenn du bei mir geblieben wärst. Ich verlor die Kontrolle an die AI. Wenn du dich genug amüsiert hast, könntest du den Banshee zur Luftunterstützung verwenden? Ich werde zu Fuß zu Serrano gehen. Ich fliege. Und ich schieße. Dann mal los! Oh, wie geil! Gib Captain Arschgesicht Deckung! Bin da! Halt sie mit dem Blend geschossen aus! Hier kommt Hammerschlag Joe mit seiner göttlichen Arschlochmaschine! Archer, hol ihn runter! Wo, was? Ah, da! Wo werde ich denn beschossen? Ach, da unten. Noch irgendwo? Oh, scheiße, ich habe nicht länger gedrückt gehalten. Das war natürlich unlucky jetzt. Mama, wer hat uns gefunden? Sie muss wohl deinem Geschenk gefolgt sein. Bring mich zu ihr rüber. Die wird nicht mehr lange Jagd auf mich machen. Wenn die Riesenschlampe weiter auf das Gebäude losgeht, bricht es zusammen. Und wir verlieren beide. Einfach raufböllern. Wo werde ich den ganze Zeit beschossen? Von da unten oder wie? Der scheint so. Ah, okay, da war jetzt noch eins. Bin dabei. Wenn du mich nicht zur Wunde zielen lässt, dann kann ich doch nicht raufböllern.
Bin dabei! Au! Ich glaube, unsere Energie ist bei dem Arsch. Okay. Eieieiei. Krieg ich dafür jetzt Punkte? Das ist ja cool. Grayson. General Pisswichser. Verdammt nett von euch, dass ihr Trishka bei meiner Rettung helft. Trishka, bitte zeigt diesem meuternden Haufen Scheiße unsere Dankbarkeit. Zuerst müssen wir noch etwas klären. Hast du meinen Vater getötet? Ich weiß gar nichts über deinen Vater. Grayson hat dich manipuliert. Sag ihr die Wahrheit. Runter mit der Waffe. Verarschst du mich? Nein. Dein selbstgerechter Zorn hat mich genug gekostet. Serrano wird sein Rettungsschiff bekommen. Und ich werde an Bord sein, wie du es versprochen hast. Ich hab wohl einen neuen besten Freund. Okay, Ishii. Versprochen ist versprochen. Es interessiert mich einen Dreck, was ihr Kerle miteinander zu klären habt. Wenn ihr etwas mit dem Tod meines Vaters zu tun hattet, sterbe ich gern, solange ich nur euch mitnehme. Okay, wir sind wohl alle ein wenig aufgewühlt. Aber es gibt momentan echt Wichtigeres zu tun. Das Unternehmen, das dieses widerliche Ressort gebaut hat, hat mir den überaus lukrativen Auftrag gegeben, eine DNA-Bombe zu zünden, die sämtliches Leben auslöscht. Die Stadt an sich aber in ihrer Infrastruktur gänzlich intakt lässt. Willst du uns wirklich jetzt mit den Missionsdetails langweilen? Halt mal eine Sekunde deinen Schwanz still, du Wichser. Diese DNA-Bombe wird in 2 Stunden detonieren. Das Ding, das mich retten soll, also mein Rettungsschiff, ist allerdings erst in 3 Stunden hier. Also könnt ihr Halbaffen genug rechnen, um das Problem zu erkennen? Er sagt die Wahrheit. Verfluchter Hurensohn! Denk doch nach, Junge. Ich bin euer Ticket hier raus. Übrigens habe ich dir einen Gefallen getan. Was wäre passiert, wenn sie erfahren hätte, dass dein Dead Echo Squad ihren Vater getötet hat? Was wäre dann? Los, kommt schon, ihr Tussis. Ein Gammasturm zieht auf. Wenn ihr Wichser also ein paar Stunden länger leben wollt, brauchen wir Deckung. Wir müssen uns zu Ulysses durchschlagen und die Bombe deaktivieren. Komm, sei vernünftig. Wir können das hier noch überleben. Vernünftig? Ich weiß nicht, ob ich damit leben kann. Alles klar. Ein kleiner Überlänge-Part, Leute. Es ist noch ein weiter Weg bis zum Untergrund. Den Untergrund? Die einzige Möglichkeit, durch den Sturm zu kommen.
Gut, Leute. Ein bisschen Überlänge, aber egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.